Ein weiteres wichtiges Thema im Projektmanagement ist das Risikomanagement. Das heutige Risikomanagement wird über drei Ebenen abgewickelt. Das ist die Management-, Portfolio- und Projektmanagement-Ebene. Am Anfang eines Projektes entscheidet das Management zum Beispiel, welche Risiken haben wir, wenn wir das Haus bauen, welche Risiken haben wir, wenn wir das Haus nicht bauen. Entscheidet das Management für den Hausbau, so muss der Portfolio-Controller mit einer First-Risk-Analysis die Risiken analysieren, die allenfalls während der Projektabwicklung eintreffen kann. Er stellt für die entsprechenden einzuleitenden Maßnahmen Budgetgeld zur Verfügung, das er dem Projektleiter übergibt. Der Projektleiter macht einen dauernden Prozess von Identifikation, Analyse, Bewertung, immer wieder die Risikoanalyse und leitet entsprechend Maßnahmen ein. Und was ganz entscheidend ist, er überwacht die Maßnahmen wie natürlich die Risiken. Am Ende eines Projektes analysiert der Portfolio-Controller mit einem Lessons Learned über die Risiken, die eingetroffen sind und warum sind sie eingetroffen und welche Risiken sind nicht eingetroffen. Diese Werte kann man dann beim nächsten Projekt wiederverwenden. Ganz entscheidend natürlich auch ist beim Risk Management die Kommunikation. Risikomanagement im Stillen und Kämmerchen nützt niemand etwas. Der Projektleiter muss mit einer guten Kommunikation die Risiken über alle drei Ebenen aktiv bewirtschaften.